Heute werde ich versuchen, nur mit Cynthias Team in Online-Kämpfen zu gewinnen. Kann ich mit ihrem Pokémon gegen den Rest der Welt mithalten? Abonniere jetzt meinen Kanal und finde es heraus. Viel Spaß! Okay, da würde ich sagen, klicken wir auf Link-Kampf und dann geht die Suche auch schon los. Der hat ein Baby-Pokémon-Team. Der will jetzt wirklich mit einem Baby-Pokémon-Team gegen mich antreten. Ich meine, ja, okay, er hat aufgegeben, das dachte ich mir schon. Was war denn das jetzt? Oh mein Gott. Okay, er hat einen Tentantel, einen Dragapult, Ninjask und Austoss. Es kann losgehen. Kämpfen wir gegen Toni. Und er schickt natürlich Austoss rein. Er will sofort einen Hausbruch machen, hat einen Fokus-Gurt. Das heißt, in der ersten Runde kann es nicht besiegt werden. Und in der zweiten macht er Eisspeer. Das bedeutet, mein Pokémon wird auf jeden Fall gewonnen. Aber ich habe Turbo-Tempo. Das heißt, für mich wird das gar kein Problem sein. Deswegen gehen wir direkt auf den Nahkampf. Er wechselt aus. Ja, das war klar. Und zwar into Dragapult. Okay, das ist smart, ist geil. Das heißt, meine Kampfattacke trifft auf jeden Fall nicht. Und da ich auf jeden Fall Lucario noch für Cloyster brauche, muss ich erstmal kurz auswechseln. Und zwar in Milotic. Denn mein Milotic hat... Ich weiß, ist total merkwürdig. Aber es kann Drachenpuls. Und ja, das Shiny Milotic ist von mir selber geshiny-hunted worden in einem Livestream vor einiger Zeit. Das heißt, es ist 100% meins. Und da kommt auch der Heißorb. Ja, das ist die Spezialität von Cynthia. Und dann kann ich hier einen Drachenpuls machen. Er wechselt aus. Ich glaube, er erwartet einen Eisstrahl, ja. Und er hat die Möglichkeit, ja, seinen Hausbruch zu machen. Von daher gehen wir direkt auf noch einen Drachenpuls. Das wird mich auf gar keinen Fall one-hitten können, selbst nach dem Hausbruch. Und, oh, ganz, ganz knapp überlebt. Okay. Ja, Verteidigung sinkt erstmal. Das ist ja vollkommen egal. Alle Werte plus 2. Jetzt ist es ein absolutes Monster. Und wirklich viel bringt denn das halt jetzt nicht, ne? Also die Strategie ist nach hinten losgegangen. Macht jetzt einen Felswurf. Wie ihr sehen könnt, es macht gar keinen Schaden. Natürlich, es trifft automatisch immer 5-mal. Ist also wirklich ultra gefährlich. Aber nicht gegen mein wundervolles Milotic. Okay, da kommt Tentantel. Ja, Tentantel wird jetzt wahrscheinlich erstmal Stachler auslegen. Von daher gehe ich auf Genesung, um mich wieder aufzuheilen. Und danach schauen wir mal, was ich reinwechsle. Ich wünschte, ich hätte ein Feuer-Pokémon. Egelsam. Okay. Ist daneben gegangen, lol. Und danach wird er direkt in Dragapult wieder einwechseln. Das heißt, ich kann dann wieder zurück in Milotic switchen. Okay. Tarnsteine. Er prediktet jetzt auf jeden Fall eine Kampfattacke. Das bedeutet, er wird Dragapult wieder reinschicken und ich werde einfach mal auf den Schwertanz gehen. Denn da kann ich Dragapult sehr effektiv treffen. Ich hoffe mal, das hat keinen Flammenwurf. Das könnte natürlich jetzt wehtun. Aber er schickt Latias rein. Okay. Da bekomme ich auf jeden Fall meinen Schwertanz raus. Latias ist auf jeden Fall schneller. Das ist klar. Aber ich habe ja keine Psychoschwäche, ne? Von daher kann ich einfach Sternhieb einsetzen. Irgendwie erwarte ich jetzt eine Feuerattacke. Was? Es ist daneben gegangen. Bro, das ist absoluter Betrug. Komm schon, mach es platt. Sternhieb. Jawohl, da kommt er endlich raus. Meine Güte. Und Latias mit einem Schlag besiegt. Hat jetzt nicht unbedingt die beste Verteidigung, gleichzeitig nach einem plus 2 Schwertanz. Was willst du da machen? Und da ist wieder Dragapult. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall nur noch Tentantel, Ninjask, Despotar. Das heißt, an der Stelle werde ich wieder Milotic einsetzen. Okay, Drachenpfeiler. Ich glaube, das greift zweimal an. Oh Gott, bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Jawohl, es hat überlebt. Oh Gott sei Dank, Alter. So, jetzt machen wir den Cynthia Special. Hauen das bei Genesung drauf, denn ich habe keine Lust, dass Milotic stirbt. Das ist viel zu wichtig fürs Team. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt in Tentantel einwechselt. Ja, er wechselt aus zu Tentantel. Deswegen habe ich direkt nochmal Genesung eingesetzt. Dann sind wir nämlich wieder voll. Okay, ich werde auswechseln. Ich werde also Togekiss reinschicken, denn ich weiß nicht, ob er Gyroball hat, aber er hat schon 3 Attacken halt verraten. Deswegen hoffe ich mal, dass das nicht zu fatal sein wird. Er macht Egelsam. Und es ist daneben gegangen. Sehr gut. Okay, dann überlege ich, ob ich jetzt... Ja, weißt du was? Ich glaube, das ist das Schlauste. Ich mache Dynabrand und werde das Ferrothorn wegklatschen. Dynabrand, let's go. Bam. Mit einem Schlag besiegt. Das war's mit dem Ferrothorn. Jetzt hat er nur noch Despotar und Katapultra. Beide werden sehr stark getroffen. Vor allem, weil ich jetzt Dynamax bin. Aber wir dürfen nicht vergessen, er hat auch noch Dynamax. Er wird es höchstwahrscheinlich sofort machen. Das bedeutet, da das Ding auch Unlicht ist, kann ich es effektiv treffen. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt keine Dynawall hat. Ja, da kommt die Dynamaximierung. Aber ich bin natürlich schneller. Da kommt mein Dynazauber und der... Ja, ist weniger Schaden, als ich gedacht habe. Da kommt ein Dynabrocken. Ah, mein Togekiss ist tot. Oh mein Gott, das Ding ist ein bisschen zu defensiv. Ich werde meinen Milotic reinschicken. Der Milotic hat natürlich die absolute Verteidigung. Jetzt wird die Dynamax-Attacke ein bisschen abgeschwächt. Er steigert seinen Angriff. Das ist sehr, sehr schlau. Macht halt jetzt gar keinen Schaden, aber er hat auf jeden Fall einen gesteigerten Angriff. Das ist gefährlich. Okay, plus 2 im Angriff. Und er macht Steinkante. Boah, das macht nach dem Angriffsboost auf jeden Fall übelsten Damage. Oh nein, Milotic, bitte nicht! Oh, verdammt. Okay, das ist auf jeden Fall gruselig. Aber absolut jedes meiner Pokémon ist schneller als Despotar. Von daher
Kann ich jetzt ganz gechillt Knacker reinschicken und dann ein Erdbeben draufballern. Und das war's mit dem Despotar. Okay, er setzt Schwertanz ein. Das ist mutig. Ich meine, es ist schneller und es hat Speedboost. Natürlich, klar. Okay, Doppellieb. Und das war's. Ninjas ist schneller, hat einen ganz guten Angriff. Aber die Verteidigung so, Bro, das ist ein kleines Insekt. Das heißt, er hat nur noch ein Pokémon. Und das ist Katapultra. Okay, dann beenden wir es. Los, Kripok. Wir machen einen Tiefschlag und dann war's das mit dem Ding. GG auf jeden Fall. Er hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Aber für Cynthia's Team hat es leider nicht ausgereicht. Okay, ein Japaner möchte kämpfen. Okay, er will wohl doch nicht kämpfen. Oh mein Gott. Könnt ihr mal bitte normale Teams haben? Warum hat er verdammtes Mewtwo? Und dann noch Agrostella zu Roark. Bro, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, ich werde auf jeden Fall mit Knackerk starten, weil ich so das Gefühl habe, dass er mit Agrostella leaden wird. War nur ein Scherz. Ich werde mit Porygon Z leaden. Und der Kampf beginnt gegen, ja, dieses Zeichen da halt. Okay, und er startet mit Smogmog. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Lead. Okay, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel, in das er einwechseln kann. Das einzige Problem wäre wahrscheinlich zu Roark. Aber in dem Fall werde ich jetzt ganz normal auf Ränkeschmied gehen und erstmal schauen, was passiert, ob er auswechselt. Nein, er hat Finsteraura. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ich bin zurückgeschreckt und er hat ultra viel Schaden gemacht. Ja, dann kann ich auf jeden Fall in Milotic einwechseln, weil gegen Smogmog kann ich nicht so viel machen. Und der Flinch gerade war absolut unnötig. Okay, und dann werde ich jetzt mal ein Siedewasser draufhauen. Er wird auf jeden Fall mit Kehrtwende auswechseln, das habe ich mir gedacht. Und jetzt kommt auf jeden Fall ein Siedewasser. Ich denke mal, er wechselt in Agrostella ein. Und es ist die T-Tasse. So, da kommt auf jeden Fall mein Siedewasser. Bitte verbrenne es. Jawohl, da habe ich die Verbrennung bekommen. Sehr schön. Ach genau, Mortipot hieß das Ding. Okay, dann habe ich jetzt mal Togekiss reingeschickt. Für den Fall der Fälle, dass ich jetzt meinen Spukball draufhauen muss. Und setzt Delegator ein. Okay, in der Theorie könnte ich jetzt Dynamaximieren maximieren und das Ding dann einfach wegklatschen. Aber ich werde mir das aufheben. Und ja, da kommt Hausbruch. Das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall schneller als ich. Kann mich wahrscheinlich mit einem Schlag wegballern. Ich weiß es nicht, aber irgendwas muss ich ja tun. Delegator löst sich auf. Die Verbrennung macht auf jeden Fall nochmal ordentlich Schaden. Und ich werde das auch direkt ausnutzen und Schutzschild einsetzen. Jawohl. Dann bekommt er nämlich noch ein bisschen Verbrennungsschaden. Und dann kann ich auch schauen, welchen Move er macht. Staffette! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn jetzt Mewtwo kommt, dann mache ich aus. Weil das ist absolut unfair. Aber wenn er Mewtwo reinschickt, bekommt das zumindest meinen Spukball ab. Ja, da ist es. Das ist so ein Betrug, Alter. Das Ding ist Juba. Das ist eines der stärksten Pokémon, die es gibt. Willst du mich verarschen? Und ein Psychostoß, okay. Ja, ich meine, es ist halt ein Mewtwo. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, nämlich Kripok und Tiefschlag. Die Verteidigung wurde auf jeden Fall gesenkt. Das bedeutet, ich kann meinen Tiefschlag ausballern. Und er wird hundertprozentig angreifen. So, Tiefschlag und mit einem Schlag besiegt. Du dachtest dir so, ich hau jetzt Mewtwo, das OP-ste Vieh der Welt raus. Und dann mache ich dich einfach so platt und sweep dein ganzes Team weg. Nicht mit Blizzardos, Mann. Dann werde ich jetzt mal Genesung machen, damit ich wieder voll aufgefüllt bin. Und dann bin ich gespannt, was das Ding macht, weil es scheint ja nicht auszuwechseln. Giftspitzen, okay. Ja gut, das ist mir egal. Deswegen kommt mal kurz Knackrack rein. Und er setzt weiterhin Giftspitzen ein. Okay, nee, er setzt Bunker ein. Bro, hast du nichts zu tun? Okay, jetzt weiß er auf jeden Fall, ich setze Erdbeben ein. Und deswegen werde ich jetzt auf Schwertanz gehen und er wird höchstwahrscheinlich jetzt in Smogmog einwechseln, nämlich noch Erdbeben predikten. Allerdings mache ich Schwertanz, danach werde ich Gigadyna maximieren und meine Drachenattacke auf das Ding draufballern. Er wechselt aus in Agrostella. Ach, wie langweilig. Okay, weil jetzt habe ich Wutanfall gemacht, weil ich wusste, yo, ich bin eh tot. Oh mein Gott, hat das viel Schaden gemacht. Sehr geil. Ja, Knacker hat leider nicht überlebt, schade. An sich würde ich jetzt davon ausgehen, dass das gerade zu Roark ist, denn warum sollte er Agrostella in Knacker einwechseln? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, er setzt nochmal Bunker ein. Was? Wie der jetzt einfach so dachte, ja komm, wir treffen es einfach zweimal, aber nö. Was ist mit dir? Okay, da kommt wieder Mortipot. Das Ding ist halb tot und verbrannt. Das war's dann mit Mortipot auch. Sehr gut. Eins nach dem anderen wird ausgelöscht. Auf Wiedersehen, Porygon Z. Kann ich nichts gegen tun. Aber was ich auf jeden Fall direkt tun kann, ist mein Kripok reinschicken und dann Trickbetrug machen und ihm das Item geben. Denn egal was reinkommt, das Ding wird dann einfach ein Walband tragen. Lashoking mit Walband, na da bin ich ja mal gespannt. Oh Mann. Okay, und da kommt Trickbetrug. Jetzt tauschen wir mal ganz kurz Items. Ich bekomme wahrscheinlich Kingstein. Er bekommt ein Walband. Ich bekomme Überreste, ne? Ist ja super. Jetzt kann er nur noch Siedewasser einsetzen. Oh mein Gott. Bro, das ist ultra lustig. Und ich habe Überreste und kann mich schön wieder aufheilen. Geil, Mann. Und er bleibt drin. Und der wird jetzt einfach vom Walband angegriffen. Das muss man sich mal vorstellen. Der wird komplett outplayed.
all seine ganzen Strategien haben nicht funktioniert. Wie das? Mogmog. Boah, das Ding ist so nervig, ne? Ich habe halt jetzt nur noch 3 Pokémon. Das heißt, meine Dynamaximierung muss ich so langsam mal ausnutzen. Aber definitiv nicht auf Kripphook. Ich werde die auf Milotic einsetzen. Da kommt ein Verhöhner. Okay, aber warum? Weil der davon ausgeht, dass ich nochmal Trickbetrug mache. Okay. Dann wirst du jetzt von dem Kingstein angetroffen. Das Ding trägt Kingstein. Oh mein Gott, Alter. Es macht so viel Schaden, ey. Es ist ein Zoroark. Okay, da kommt eine Finsteraura. Oh nein, bitte mach nicht zu viel Schaden. Dankeschön, ich habe überlebt. Jetzt kommt mein Poltergeist, wird das Ding ausnocken. Auf Wiedersehen. Das heißt, ein Pokémon bleibt nur noch übrig und das ist das nervige Mogmog, von dem ich noch Albträume bekomme. Und dann begrüßen wir mal meinen Lucario, denn Steuerattacken sind hier neutral und Giftattacken machen gar nichts. Okay, dann mache ich einen Sternhieb und... Boah, nur noch 50 Sekunden. Er dynamaximiert. Dynabrand. Es kann eine Feuerattacke. Oh mein Gott. Es hat überlebt. Warte, ich habe automatisch gewonnen, weil ich ein Pokémon mehr habe. Bam. Einfach zu Ende der Kampf. Bro, ich habe gewonnen. Jawohl. Und wir haben... Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Team? Dann werde ich einfach mal mit Knackrack starten. Wobei es auch sein könnte, dass er mit Suicune startet. Ultra defensiv das Ding. Okay, ich werde Porygon 2 als Lead reinschicken. So, und dann schauen wir mal. Und er fängt mit Cinderace an. Okay. Ja, sieht jetzt anscheinend nicht so geil aus. Hier, spüre mein Porygon Z. Okay, an sich sollte er jetzt nichts haben, was mir irgendwie gefährlich sein könnte. Ich denke mal, er wechselt in Lucario ein. Von daher werde ich einfach mal einen Spukball draufballern. Und dann schauen wir mal. Turmkick. Ah! Oh, es ist daneben gegangen. Und sein Cinderace wird jetzt sterben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice! Das stärkste Pokémon von ihm ist aber schon weg. Das passiert, wenn man sich auf Turmkick verlässt. Okay, also jetzt kommt Lucario. Ja, das dachte ich mir schon. Und natürlich ist jedes an der Pokémon Shiny. Wer hätte das gedacht? Okay, Porygon kommt zurück, Mann. Los, Knackrack. Okay, und er setzt Ableitheap ein. Okay. Boah, das hat schon eine Menge an Schaden gemacht, muss ich sagen. Knackrack ist natürlich nicht hierher gekommen, um jetzt irgendwie zu sterben oder so. Nein, es ist hierher gekommen, um jetzt einen fetten Erdbeben zu machen. Los, baller's weg, Mann. Und tschüss. Das war's mit dir, Lucario. Als nächstes kommt dann höchstwahrscheinlich Lavados rein. Gaslord. Oh, der schickt Schlinking rein. Sieht in Shiny unfassbar geil aus. Oh mein Gott. Schlinking ist ja vom Typen Drache. Von daher werde ich einfach mal... Ich überlege gerade, ob ich Togekiss oder lieber Milotic reinschicken soll. Aber wisst ihr was? Ich schicke Milotic rein. Vielleicht erwartet er, dass ich in Togekiss einwechsle. Denn mein liebes Milotic kann natürlich Drachenpuls. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, das beizubringen. Draco-Meteor. Okay. Es senkt seinen eigenen Spitzeangriff. Das ist gut. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Ach du Kacke. Okay, da ich sowieso schnell bin, kann ich direkt einen Drachenpuls machen und in der nächsten Runde Genesung. Gaslord ist ja wirklich ultra langsam. Ich glaube, das hat irgendwie eine 45 oder so. Okay, er wechselt aus in Excadrill. Okay, denn Wasserattacken sind halt effektiv gegen Staloborn. Ne? Deswegen setzt Erdbeben ein. Okay, das ist gut, weil meine Verteidigung ist ja übelst heftig. Yo, mit 4 KP überlebt. Was geht, Mann? Das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Aber Gott sei Dank gibt es ja Genesung. Ich kann leider nicht so viel heilen, wie der Schaden macht. Das heißt, ich muss in Togekiss einwechseln. Natürlich, eine Stahlattacke wird einiges an Schaden machen, aber ich muss halt meine Option freihalten. Er setzt Schwertanz ein. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so geil. Ganz, ganz schlechter Zeitpunkt dafür. Oh mein Gott, ey. Ja, jetzt bekomme ich übelst heftigen Eisenschädel ab. Ah, das war... traurig. Okay, dann werde ich Lucario reinschicken. Der Lucario sollte schneller sein als Stalobor. Und ein Nahkampf wird das Ding auf jeden Fall ausnocken, das ist klar. Also los geht's. Er dynamaximiert, damit er nicht stirbt. Das ist smart. Vielleicht überrascht mich Lucario ja. Es ist schneller? What the fuck? Bro, ich bin mir zu 1000% sicher, dass Lucario schneller ist. Ich habe jetzt extra nachgeschaut. Stalobor hat eine Init von 88 und Lucario hat eine Init von 90. Das heißt, es hätte schneller sein sollen. Wenn das jetzt nicht schneller ist, ich kriege einen Wutanfall. Das kannst du mir nicht antun. Komm, ich gehe all in. Ich war mir sicher, ich bin schneller. Und ich bin auch schneller, aber irgendwie bin ich nicht schneller. Kennt ihr den Struggle? Ich bin schneller. Wollte ich doch gerade sagen, aber wenn ich jetzt schneller bin, warum ist Lucario mit 2 Punkten mehr nicht schneller gewesen? Egal, Excadrill wurde besiegt, das war der verwirrendste Moment überhaupt. Und er schickt wieder Gaslord rein. Okay, Gaslord ist halt ultra langsam, das heißt, hier kann ich auf jeden Fall meine Drachenattacke draufhauen. Und ich denke mal, dass ein Dynawurm auf jeden Fall killen wird. Also komm, baller drauf, Knackrack, let's go, Mann. Und das war's mit Gaslord. Sehr schön. Ich glaube, ein Pokémon hat er nur noch. Okay, ja, da kommt Suicune. Okay, auch hier sollte ich schneller sein. Das bedeutet, ich werde hier ein Dynawurm oder ich werde einen Dynar-Erdstoß machen. Hat zwar 10 Punkte weniger, aber die Spezialverteidigung wird gesteigert. Und Suicune ist ja ein spezieller Angreifer. Von daher nutze ich das Ganze mal aus. Mache mehr als die Hälfte an Schaden. Das bedeutet, der nächste Angriff wird auf jeden Fall killen. Hoffe ich nur, dass es soweit kommt. Aber müsste auf jeden Fall. Ich habe noch 300 KP.
Er setzt Eisstrahler ein. Okay. Bitte nicht einfrieren. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, dann setze ich jetzt Wutanfall ein. Und dann war es das mit dem Kampf. Lavados wird nicht viel machen können. Und er hat aufgegeben, ja. Und das war's mit dem Team für heute. Abonniere jetzt meinen Kanal und bye.